War das vielleicht eine Idee von Amber und ihren Freundinnen, um die ans Auszuwischen? Verlieren wir nicht noch mehr Zeit. Ihr nehmt den nächsten Flug zurück. Tino und Kato verheimlichen uns was. Er ist offenbar verrückt nach ihr. Der Zug ist durch, Sebastian. Dieses Mädchen ist beschäftigt. Simon wohnt im alten Lagerhaus. Was? Luna, ich werde nicht zulassen, dass Amber dich aus dem Wettbewerb drängt. Ich brauche deine Hilfe nicht. Die Wahrheit ist, Simon hat das Lagerhaus schon verlassen und ich steige wieder in den Wettbewerb ein. Ich verstehe nur nicht, wie du den Post zu der Zeit schreiben konntest, in der wir gesungen haben. Dahinter steht ja die Uhrzeit und genau da haben wir auf der Bühne gestanden. Bitte geh ran, Simon. Hallo, Tante. Ich muss dringend mit dir reden. Du musst etwas sehr Wichtiges erfahren. Wenn dieser Junge tatsächlich hier wohnt, nehme ich keinerlei Rücksicht auf die Familie Valente. Dann schicke ich alle auf der Stelle zurück nach Mexiko. Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad. La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán. Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo gehen Sie und kontrollieren Sie den Raum. Durchsuchen Sie alle Winkel des alten Lagerhauses, um Klarheit zu bekommen. Nicht zu fassen. Nach all dem, was du für sie getan hast, Tante, unglaublich. Sie macht sich hinter deinem Rücken lustig über dich. Was wirst du unternehmen? Wenn wir den Jungen tatsächlich finden sollten, überlege ich, welche Maßnahmen ich ergreife. Ich rate dir, sie alle zu entlassen. Sie sollen heute noch ihre Koffer packen und sofort nach Mexiko zurückkehren. Ich brauche keine Ratschläge von dir. Das Lagerhaus ist leer. Ist das ein Scherz? Nein, ist es nicht. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Ich bin sicher, dass der Junge dort wohnt. Ich habe ihn selbst gesehen. Offensichtlich hast du dich gewaltig getäuscht. Nein, ich habe mich nicht getäuscht. Er hat nicht richtig gesucht. Sehen Sie nochmal nach. Danke, Sie können zu Ihrer Arbeit zurückkehren. Ja, wir werden Sie nicht weiter stören. Sie gehen sofort wieder in das Lagerhaus und suchen weiter. Er hat sich dort irgendwo versteckt. Schäm dich, mich so vor meinem Personal bloßzustellen. Ich habe die Leute völlig umsonst alarmieren müssen, nur weil du dir etwas eingebildet hast. Ich habe es mir nicht eingebildet. Luna hat ihn bestimmt gewarnt. Du bist sehr feindselig gegenüber der Tochter unserer Angestellten, dass du so etwas einfach behauptest. Ich glaube dir nie wieder etwas. Das ist überhaupt nicht wahr. Wieso unterstellst du mir sowas? Wie hast du deine letzte Nachricht an mich gemeint? Mal überlegen. Welche meinst du? Was habe ich dir denn geschrieben? Ist das dein Ernst? Ich habe gesagt, dass ich eine geniale Zeit hatte und du hast geantwortet, dass es ein Tag wie jeder andere war. Ach, das, ich erklär's dir, pass auf. Ich poste fast den ganzen Tag und beantworte Kommentare und aus Versehen habe ich einen an dich geschickt. Wird das jetzt öfter vorkommen? Quatsch, natürlich nicht. Es war nur ein sehr stressiger Tag. Und was war neulich los, als du diesen Post geschrieben hast? Okay, Delphi, sag's mir lieber jetzt. Triffst du einen anderen? Was? Sag schon. Wo denkst du hin? Selbstverständlich nicht. Ich sag dir die Wahrheit. Das ist meine Strategie. Ich kann nicht so fröhliche Texte posten, verstehst du? Wieso nicht? Naja, weißt du, ich muss immer im Hinterkopf behalten, dass meine Follower es sofort merken würden, wenn ich auf einmal überglücklich bin. Was? Was werden die merken? Dass Felicity mit einem Jungen geht. Wenn die das mitbekommen, ist es garantiert vorbei mit Felicity for now. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Ich stelle eine Loserin dar, mit der sich viele identifizieren. Es ist doch so. Wenn du keine Probleme hast, hast du auch nichts zu erzählen. Ich bin mit Felicity zusammen. Sehr cool. Das darf doch keiner wissen. Halt dich zurück. Und darf ich sagen, dass ich mit Delphi gehe oder nicht? Wenn du das möchtest, Rollertrack. Rollertrack möchte Felicity ins Kino einladen. Ein neuer Thriller ist angelaufen. Er basiert auf einem meiner Lieblingsbücher. Und vorher könnten wir ein bisschen spazieren gehen. Hättest du Lust? Simon, wenn du das abhörst, ruf mich sofort an. Was ist denn los? Ist was passiert? Ich habe vorhin Amber und Signora Sharon am Lagerhaus gesehen. Sie haben es bestimmt durchsucht. Und jetzt kann ich Simon nirgendwo finden. Was mache ich denn jetzt bloß, Mama? Haben Sie ihn entdeckt? Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen. Hoffentlich konnte er sich vor ihnen verstecken. Mama? Was?
Sie werden ihn doch nicht zur Polizei gebracht haben. Ich muss ihn suchen. Ich gehe schnell zum Lagerhaus und sehe nach. Oh nein, das lässt du lieber sein. Bleib hier. Was ist, wenn Signora Benson oder Amber dich dort sehen? Was machst du dann? Das ist zu gefährlich. Allerdings, aber wir müssen ihm helfen. Naja, ich glaube, wir hätten es mitbekommen, wenn sie ihn entdeckt hätten. Simon ist sehr schlau, er hat sicher einen Weg gefunden, zu entwischen. Da hast du recht, ich kann nicht mehr klar denken. Ich muss mich erst mal beruhigen. Ich werde mir etwas einfallen lassen und dann sehen wir weiter. Aber ich halte das nicht aus, ich muss unbedingt zu ihm, ich muss ihn finden. Nein, bleib hier, du kannst ihn... Luna, geht's dir gut? Entschuldige, Papa, ich reg mich wegen Simon so auf. Was ist denn mit Simon? Wir wollten doch gemeinsam überlegen, wo er wohnen kann, oder? Ja. Stimmt. Aber Amber hat ihrer Patentante schon alles erzählt. Sie haben das alte Lagerhaus nach ihm abgesucht und jetzt geht er nicht mehr ans Handy und er schreibt mir auch nicht zurück. Haben Sie mitbekommen, was im Lagerhaus los war? Ist was passiert? Sie wissen doch etwas. Jetzt machen Sie mir Angst. War es ein Dieb? Nein. Nein, es war kein Dieb, Amanda. Wenn Sie das sagen, glaube ich Ihnen. Aber das Ganze ist seltsam. Die Sicherheitsleute haben das Lagerhaus durchsucht und Signora Sharon und Signorita Amber standen daneben. Sie sahen äußerst besorgt aus. Irgendetwas muss vorgefallen sein. Es ist doch ganz klar. Luna hat ihm bestimmt Bescheid gesagt und kurz bevor wir gekommen sind, ist er abgehauen. Du musst sofort die ganze Familie rausschmeißen. Wir werden nicht weiter darüber diskutieren. Du kannst sie nicht einfach beschuldigen und das auch noch ohne einen einzigen handfesten Beweis. Reicht es dir nicht, wenn ich dir sage, dass ich ihn gesehen habe? Simon war definitiv im Lagerhaus. Warum glaubst du mir denn nicht? Ehrlich, Tante, wieso behauptest du denn sowas? Gut, dann hättest du mir früher Bescheid sagen sollen. Das Lagerhaus war leer und es gab keine Spur von dem Jungen. Weil er alles mitgenommen hat. Was besitzt er denn schon? Nichts. Seine Gitarre und seine grässlichen Klamotten, die er immer trägt. Amber, ich habe wirklich genug von deinem Theater. Ich habe dir gesagt, du sollst strategischer vorgehen. Aber jetzt hast du es geschafft, mich in deine Schulintrigen reinzuziehen. Er geht nicht mal auf meine Schule. Der Junge hat ohne dein Wissen auf deinem Grundstück gewohnt. Genug, ich bekomme Migräne. Geh auf dein Zimmer. Aber das ist doch wichtig. Wieso bist du so streng mit mir? Wie oft soll ich dir sagen, dass ich nicht weiter über dieses Thema reden möchte? Amber, du bist unmöglich. Ich habe deine Nachricht erhalten. Ruf mich an, Ray. Ich möchte genau wissen, was passiert ist. Mann, hast du gesehen, wie viele Likes das Video hat? Unglaublich. Nico, ich hätte nie gedacht, dass unser Video so gut ankommt. Aber es muss sich noch weiter verbreiten. Jungs, immer mit der Ruhe. Mein Gefühl sagt mir, dass euch dieses Video an Orte bringen wird, von denen ihr nicht zu träumen gewagt habt. Das sagt euch Sebastian Villalobos. Fügt es zu einem Favoriten hinzu. Vielen Dank, Seba. Ohne deinen Rat hätten wir es wahrscheinlich nie im Leben gepostet. Die Likes verdanken wir dir. Ja. Nein, Moment. Wieso mir? Ihr habt das Video gedreht. Und der Song ist auch von euch. Er ist ein Hit, der einem nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Man singt ihn immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Denkst du wirklich? Er geht dir nicht mehr aus dem Kopf, weil er ein absoluter Ohrwurm ist? Weißt du, ich habe den Beginn der Karriere schon bei vielen Künstlern miterlebt. Ihr habt den Anfang gemacht und jetzt müsst ihr nur noch warten, wie das Video ankommt. Also, euer Video geht durch alle sozialen Netzwerke. Und um die Wirkung zu sehen, braucht ihr nur den natürlichen Lauf der Dinge abzuwarten. Währenddessen bereitet euch darauf vor, was noch kommt. Was kommt denn noch? Hab Geduld. Ihr werdet sehen. Sebastian Villalobos, da bist du ja. Helft mir zusammen ein Selfie machen, bitte. Und lächeln. Okay. Cool, und jetzt eins von uns beiden. Okay. Nein, ich will auch. Ja, ist Mädels, gut. Mädels, ich muss mich mal kurz von eurem Überfall erholen. Lasst mich schnell telefonieren. Ich bin gleich wieder da. Ach so. Bis gleich. Gut. Hallo, wie geht's? Wieso denkst du das Gleiche wie ich? Wir müssen unbedingt herausfinden, was so wichtig ist. Also los. Hallo, wie geht's dir? Treffen wir uns? Ja. Ja. Es geht um das Video, natürlich. Ja, was hast du denn gedacht? Wir müssen unbedingt in diesem Video mitmachen. Das wäre traumhaft. Stell dir vor, wir beide mit Sebastian. Oh, Bello, was hinterher? Jungs, ich muss mit euch reden. Simon, was ist los? Was soll der Koffer? Siehst du? Ich hab dir doch gesagt, dass wir ankommen. Ja, du hast mir auch gesagt, dass du nicht verschlafen würdest. Was für ein langer Gang, nicht wahr? Da sind wir. Hallo. Wie ist es? Wie geht es Ihnen? Hallo, Sie gestatten? Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Wir möchten unsere Flugtickets. Genau. Selbstverständlich. Dafür bräuchte ich nur noch Ihre Pässe, bitte schön. Ja, natürlich. Ja, okay. In der Tasche. Ah.
sagst du? Sehr gut. Oh, es tut mir leid, aber das Flugzeug ist soeben gestartet. Wie bitte? Wir haben es verpasst? Nein. Mal sehen, der nächste Flug startet in 2 Stunden. Ach, gut, dann nehmen wir den und ich möchte einen Sitzplatz am Fenster. Ich habe keine frische Luft im Gesicht. In Ordnung. Es sind leider Kosten bei der Umbuchung entstanden. Zahlen Sie mit Karte oder in Bar? Bar? Bar, oder? Gut. Ja, Bar. Wie Sie wünschen. Ein Moment, es muss hier ja sein. Da ist es. So. Ist das alles? Nein. Tut mir leid, aber das reicht nicht. Und was machen wir jetzt? Simon, wo warst du? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich dachte schon, dass du... Wieso hast du deinen Koffer dabei? Wir warten draußen. Ja. Nein. Bitte, Simon, tu das nicht. Du kannst mich doch nicht alleine lassen. Luna, ich habe doch keine andere Wahl. Bitte, lass mich gehen. Es ist das Beste. Doch, natürlich hast du eine andere Wahl. Die Stadt ist riesengroß. Wir finden bestimmt eine Wohnung für dich. Du wirst sehen. Luna, hör mir zu. Ich habe schon was gefunden. Bitte, vertrau mir. Dann will ich dich nicht aufhalten. Viel Glück in Mexiko. Luna, was redest du? Wieso denn Mexiko? Wie kommst du denn darauf? Jetzt muss ich aber wirklich lachen. Naja, dein Koffer. Du siehst so traurig aus. Ich dachte... Klar, weil ich jetzt nicht mehr jeden Morgen dein wunderschönes, fröhliches Lächeln sehen kann. Ich bin bei Nico und Pedro eingezogen. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Es gibt dort ein freies Zimmer. Es ist zwar nicht groß, aber dafür teilen wir uns die Kosten. So tolle Neuigkeiten habe ich in meinem ganzen Leben nicht gehört. Wow, jetzt übertreibst du aber. Nein, ganz ehrlich, ich habe Signora Charon und Amber vor dem Lagerhaus gesehen und... Ich hab dich sofort angerufen, aber du bist nicht rangegangen. Luna, ich konnte nicht. Ich wollte gerade rausgehen, als sie kam. Aha. Zum Glück war die Tür verschlossen. Warum, weiß ich nicht, aber deswegen musste ich durch das Fenster flüchten. So konnte ich unbemerkt entwischen. Ich hatte echt großes Glück. Ja. War echt knapp. Hast du meine Nachrichten dann überhaupt nicht gekriegt? Nein, warte. Ich musste mein Handy ausschalten, damit mich... Aurora? Nein, Amanda. Amanda. Ich wollte nicht, dass Amanda mich entdeckt. Oh, toll, dass alle behaupten, ich wäre ein Schussel. Ich vermisse dich jetzt schon. Das Lagerhaus wird nicht mehr dasselbe sein ohne dich. Keine Sorge, wir sehen uns doch weiterhin jeden Tag, um zu trainieren. Und ich arbeite hier. Und der Wettbewerb ist auch bald. Du siehst mich oft genug. Simon, komm, beeil dich. Der Supermarkt macht gleich zu und wir müssen noch einkaufen gehen. Klar, bin schon da. Ich komm gleich. Ich hab dich lieb. Mach dir keine Sorgen. Hm? Unfassbar, Simon. Mexiko. Wie geht's dir? Sehr gut, und dir? Großartig. Es ist wirklich schön hier. Warte kurz, ich mach schnell ein Foto. Klar. Und jetzt eins von dir. Nein. Ach, komm schon. Na schön, aber nur eins. Danke. Fertig? Perfekt. Also, wie laufen die Vorbereitungen für den Videoclip? Es ist alles bereit für morgen, meine Schöne. Wunderbar. Was wollte ich noch? Ach ja, hast du schon mit den Profiskaterinnen und den Technikern gesprochen? Technikern? Profiskaterin? Nein, die brauchen wir nicht. Ehrlich, ganz bestimmt nicht. Nein. Einige Freunde von mir werden skaten. Die sind genauso gut, glaub mir. Und das Filmen übernehmen einfach Jasmin und ich. Mach dir keine Sorgen, es wird fantastisch. Ich dachte, wir drehen einen professionellen Videoclip. Jetzt mach dir keine Sorgen deswegen. Wir haben alles im Griff. Das kriegen wir schon hin. Ich habe Erfahrung darin. Alle meine Videos habe ich genauso aufgenommen. Ja, ich weiß. Aber ich möchte, dass alles perfekt ist. Vertrau mir einfach. In Ordnung? Sebastian Villalobos schafft das. Ich vertraue dir ja. Aber sich vorzubereiten schadet auch nicht. Was ist das denn? Einige Ideen für das Video. Einige Ideen? Das sieht aus wie eine Enzyklopädie. Wenn man die Beste sein möchte, muss man immer 100% geben. Also, ich finde, der Look der Skater sollte schlicht und elegant sein. Hier ein paar Vorschläge für mein Outfit. Bis jetzt sind es so um die 20, aber es werden bestimmt noch mehr. Hier siehst du, sehr stylisch. Das ist wirklich ganz toll. Auch deine Einstellung, immer mehr zu geben als all die anderen, finde ich großartig. Aber wir sollten uns lieber auf etwas anderes konzentrieren. Auf die visuelle Wirkung, die Musik, das Schaffen und Beeinflussen von Emotionen. Wir werden das Web revolutionieren, meine Schöne.
Exakt. Deshalb glaube ich, es ist das Beste, wenn Matteo mit mir auftritt. Er und ich sind das perfekte Paar, der König und die Königin der Bahn. Naja, die Idee ist wirklich sehr interessant. Aber ich glaube, dass es deinem Image schaden wird. Wenn du es aber unbedingt möchtest, dann machen wir es auch so. Es könnte meinem Image schaden? Wie meinst du das? Also, wenn du mit diesem Jungen... Wie heißt der nochmal? Dieser Schnösel. Matteo. Matteo, richtig, Matteo. Wenn du mit ihm zusammen bist, wird der Fokus nicht allein auf dir als Hauptdarstellerin sein. Ich rate davon ab. Perform doch lieber allein mit dem einen oder anderen Statisten. Hm, kann sein. Nein, nicht es kann sein, es wird so sein. Amber, du bist ein Superstar und du musst anfangen, dich so zu verhalten. Wenn dir das Sebastian Villalobos sagt, füge es zu deinen Favoriten hinzu. Du hast recht. Das ist meine Chance und Matteo wird das sicher verstehen. Aber das bleibt natürlich unter uns. Der Videoclip ist exklusiv für Fab & Chic. Dadurch gewinnen wir sicher viele Follower. Das wird das Video mit den meisten Aufrufen der Geschichte. Und wir zwei werden viel zusammenarbeiten. Hm? Wir schreiben digitale Geschichte. Hätten wir doch lieber ein Taxi gerufen. Ja, und ich hab dir gesagt, du sollst die Pässe griffbereit verstauen. Deinetwegen habe ich sie nicht gefunden. Wir könnten jetzt schon auf dem Weg nach Buenos Aires sein. Verzeihung, wer von uns hat denn verschlafen? Wer hat unser ganzes Geld für ein Gemälde ausgegeben? Ich? Nein, Tino, überleg mal. Wir sind doch Freunde, oder? Wir kennen uns jetzt schon eine Ewigkeit. Denk mal kurz nach. Nur kurz. Du bist auch ein bisschen schuld daran, oder? Kann sein, ja. Wie kann sein? Ja, konzentrier dich. Ja, ein bisschen ist es meine Schuld, aber auch deine. Hab ich recht? Hab ich nicht recht? Ja, ja, ist hast schon du. Gut. Entschuldige. Macht nichts, dazu sind Freunde da, aber das kommt nie wieder vor, okay? Ganz ruhig, danke. Schon gut. Wir müssen nur noch einen Weg finden, um nach Buenos Aires zu kommen. Und wenn wir hier bleiben? Ich finde, wir haben uns ein wenig Urlaub verdient. Wir bleiben hier und genießen unsere freie Zeit. Naja, das ist wahr. Aber wenn wir hier bleiben wollen, brauchen wir Geld. Das ist ein Problem. Wie wollen wir es lösen? Ich hab's, das ist es. Wir rufen Ray an und bitten ihn, uns Geld zu schicken. Du hast immer die besten Ideen, Tino. Eieiei! Tastensperre, wie ist der Code? Ich weiß nicht, ich hab ihn vergessen. Was, du hast ihn vergessen? Du, der Angeber, der den ganzen Tag mit dem Handy spielt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Entsperre es irgendwie, hacke es, tu etwas. Geh ein bisschen zurück. Funktioniert nicht. Was ist los? Hast du schlecht geträumt? Nein, nein, habe ich nicht. Vielleicht plagt dich dein schlechtes Gewissen. Was du mit Simon gemacht hast, war nicht sehr nett. Du hast mich enttäuscht, Lunita. Wir hatten eine Abmachung. Du hast mir dein Wort gegeben. Das mit Simon wäre gar nicht passiert, wärst du einfach aus dem Wettbewerb ausgestiegen. Gut, aber was du getan hast, war auch nicht fair. Wieso nicht? Ich dachte, dass uns beiden die Freundschaft am wichtigsten ist. Und dass du verstehst, dass ich nur Delphi helfen will. In Ordnung, zuerst hast du mir geholfen, aber dann hast du mich gezwungen, meinen Traum aufzugeben. Du weißt, wie viel das Open mir bedeutet. Aber nur durch Träumen gewinnt man keinen Wettbewerb. Man muss skaten können und sich einzigartig bewegen. Amber, es geht nicht immer nur ums Gewinnen. Warum willst du dann teilnehmen? Weil ich es einfach liebe zu skaten, es ist mein Leben. Amber, dieser Wettbewerb ist wichtig. Ich will unbedingt in die nächste Runde. Ich möchte dich ja nicht entmutigen, aber ich glaube nicht, dass du weit kommen wirst. Weißt du noch, was beim letzten Wettbewerb passiert ist? Ja, aber ich habe inzwischen viel gelernt. Ich werde von Tag zu Tag besser. Jetzt übertreib mal nicht. Ich mein's nicht böse, aber dir fehlt viel Übung. Sei realistisch. Du hast doch gesehen, wie hoch das Niveau ist. Dieses Mal habt ihr Glück gehabt, aber die nächste Runde wird sicher nicht so einfach. Und wenn schon, das Wichtigste ist doch, dass wir uns sehr gut auf den Wettbewerb vorbereitet haben. Du denkst immer positiv. Das finde ich toll. Aber du hast mich mit dem, was du getan hast, sehr verletzt. Was? Wovon redest du? Wir hatten eine Abmachung.
Ich habe meinen Teil erfüllt, du nicht. Ich dachte, dass wir Freundinnen sind und Freundinnen verraten sich nicht. Wärst du meine Freundin, würdest du mich nicht erpressen. Amber, ich weiß nicht, welches Problem du mit mir hast, aber ich will auf keinen Fall mit dir streiten. Dann hättest du dich besser an die Abmachung halten sollen. Dumm gelaufen. Du nimmst am Wettbewerb teil. Doch das hier ist noch nicht zu Ende. Ich hatte sie zum Flughafen bestellt, aber sie kam nie an. Sie haben leider auch auf keinen meiner Anrufe reagiert. Wie konnte das passieren? Warum warst du nicht bei ihnen? Weil wir uns trennen mussten. Aus taktischen Gründen musste ich einige Kontaktpersonen treffen, bevor ich hierher kam. Ich gab ihnen die notwendigen Anweisungen, das notwendige Geld, aber sie sind nie angekommen. Glauben Sie, dass sie in Mexiko geblieben sind, um etwas zu planen? Ach, die zwei. Die sind doch viel zu dumm, um etwas zu planen. Jetzt sind sie auf sich allein gestellt und wir haben ein Problem weniger. Und jetzt konzentriere dich wieder auf das Wesentliche. Beginne unverzüglich mit der Suche nach meiner Nichte. Natürlich. Gleich morgen früh werde ich mit meinen Kontaktpersonen sprechen und alles in die Wege leiten. Gute Nacht. Ich werde so lange suchen, bis wir wissen, was mit Saul Benson geschehen ist. Ja? Gut, dann gute Nacht. Gute Nacht. Der Regisseur dieses Films produzierte eine neue Art von Thriller. Er entführt den Zuschauer in eine spannende und mysteriöse Geschichte, wo nichts so ist, wie es scheint. Wie findet ihr das? Das ist wirklich interessant. Wer hat das geschrieben? Wahrscheinlich jemand, der den Film gesehen hat. Soll ich für meinen Videoclip ein weißes Hemd, dazu eine braune Hose und Reitstiefel anziehen? Diese Ästhetik beeinflusste wichtige Werke der 70er Jahre. Ästhetik der 70er? Wer hat das gesagt? Hast du ihn gesehen? Ich brauche ihn nicht zu sehen. Ich kenne mich mit diesen Dingen aus. Ein klassisches schwarzes Kleid und eine auffällige Halskette. Das ist wie eine Verabredung. Ja, es ist doch auch eine. Hast du gerade schwarzes Kleid gesagt? Ich weiß immer noch nicht, was ich anziehen soll. So ein Mist. Aufgepasst. Ich möchte, dass ihr euch jetzt nur auf mich konzentriert. Heute Nachmittag nehme ich einen Videoclip mit Sebastian Villalobos auf und wir suchen jetzt mein Outfit aus. Ehrlich gesagt, ich habe wahnsinnig viel zu tun. Ich muss jede Menge Kommentare beantworten. Und ich muss die Filmkritik auswendig lernen, damit ich fit bin, wenn ich ihn mit Gaston ansehe. Also meiner Meinung nach solltet ihr euch auf das Wichtigste konzentrieren. Und das ist mein Videoclip. Ihr habt wohl vergessen, für wen ich das hier mache. Wollt ihr nun, dass Fab & Chic bekannter wird oder nicht? Oh, Nina, es ist unfair, dass Amber mich aus dem Wettbewerb rausekeln will. Ich verstehe ja, dass sie Delphi helfen will, aber muss ich deswegen meinen Traum aufgeben? Ich vermute, sie hat Angst, du könntest besser sein als sie. Das ist doch lächerlich. Wieso nimmt sie sowas an? Ich bin doch absolut keine Konkurrenz für sie. Unterm Strich ist es egal, was Amber glaubt. Das ist ihr Problem. Mach dir deswegen keine Gedanken mehr. Mit einem hatte sie aber recht. Ich muss echt noch wahnsinnig viel trainieren. Ich dachte schon, ich hätte sie zu Hause liegen lassen. Was denn? Was meinst du? Die Naturwissenschaftshausaufgabe. Ich habe da was nicht verstanden. Ich zeig's dir mal. Das bringt nichts. Ich habe sie nicht gemacht. Wie, ausgerechnet du? Ich hab's vergessen. Bitte lach nicht, das ist nicht lustig. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erlebe, an dem du keine Hausaufgaben machst. Was ist mit dir los? Wer oder was lenkt dich so ab? Wer wohl? Rollertrack. Er hat mir schon lange nicht mehr geschrieben. Zuerst habe ich gedacht, sein Zugang wurde vielleicht gesperrt. Oder er hat sein Passwort vergessen. Aber ich glaube, ich weiß jetzt den wahren Grund. Spuck's aus. Er will mir einfach nicht mehr schreiben. Wieso denkst du sowas? Ihr schreibt euch seit mehreren Tagen. Warum sollte er von heute auf morgen einfach den Kontakt abbrechen? Erklär mir das bitte. Also, darauf habe ich auch eine Antwort. Vielleicht gefällt ihm nicht mehr, was ich poste. Oder er interessiert sich für eine andere. Das meinst du doch nicht ernst, oder? Wir alle lieben deine Posts. Ich wette, deine Kommentare gefallen ihm. Und du gefällst ihm bestimmt auch. Wir haben ausgemacht, dass wir in den Park gehen. Hast recht, habe ich ganz vergessen. Gestatten die Damen? Delphi und ich gehen heute Abend zusammen ins Kino. Ah, klasse, dann ist das was Ernstes zwischen euch, hä? Was ist los? Rollertrack interessiert sich nicht mehr für mich und Delphi und Gaston sind ein Paar. Wieso lässt du jetzt den Kopf hängen? Wegen Gaston oder Rollertrack? Das ist egal. Jetzt will keiner von beiden mehr mit mir reden. Es ist aussichtslos. Es gefällt mir wirklich gut, aber hört mal. Ja, sehr gut, sehr gut. Aber ich glaube, Lunas Song braucht noch etwas, keine Ahnung, so wie das hier.
Der Sound von deinem Schlagzeug ist unglaublich. Aber ich finde, die Melodie sollte fröhlicher sein und mehr ins Ohr gehen. Was meint ihr dazu? Hey, probt ihr fleißig? Hallo, Luna. Wir komponieren gerade die Melodie für deinen Songtext. Sie wird dir gefallen. Dann lasst mal hören. Es gibt leider ein kleines Problem. Was für ein Problem? Euch gefällt der Text nicht, stimmt's? Nein, wir lieben ihn. Wir finden nur, dass die Melodie noch irgendwie besser sein könnte. Sie ist noch ausbaufähig. Und das ist das Problem. Jeder denkt etwas anderes und deshalb ist es schwieriger. Ich wollte den Song beim Wettbewerb verwenden, aber das schafft ihr nicht mehr, oder? Nein, ich glaub nicht. Tut uns sehr leid. Nehmt doch Valiente. Klasse Idee, Pedro. Was sagst du dazu, Luna? Vergiss nicht, Tamara zu sagen, dass wir jetzt doch am Wettbewerb teilnehmen werden. Klar, Tamara. Tamara, kann ich dich noch mal kurz wegen des Wettbewerbs sprechen? Schon gut, ich weiß. Heute streiche ich eure Einschreibung. Nein, ich wollte dir sagen, dass wir doch weitermachen wollen. Das verstehe ich nicht. Ihr wolltet doch aussteigen. Nein, doch zuerst ja, aber unsere Pläne haben sich geändert. Wir werden auf jeden Fall teilnehmen. Genau, also entschuldige bitte das keine Erklärungen, das will ich nicht hören. Verwende deine Energie zum Üben. Ihr habt nicht mehr viel Zeit bis zur nächsten Runde. Schon gut. Juhu! Wir beide tanzen! Wir beide tanzen, Luna! Wir tanzen! Das sind tolle Neuigkeiten. Glückwunsch. Euch wollte ich auch gratulieren. Ich habe gehört, das Video ist der absolute Hammer. Ja, aber das Wichtigste fehlt noch. Gut, und was? Ein klareres Ziel. Ach, kommt schon. Ihr werdet doch nicht den Mut verlieren, oder? Ihr seid fantastisch. Wirklich fantastisch. Hallo? Ja. Eine Sekunde. Leute, das ist jemand von Webmusic. Die fragen, ob sie ein Interview mit uns machen können. Oh. Ja. Ja, natürlich. Und wann? Genau. Anna, ich bin mitten in einem Telefongespräch. Super wichtig, wegen einer neuen Aufnahme. Warte kurz jetzt. Hello. Yes. Auf Wiedersehen. Gut. Diese neuartige Technologie. Wo waren wir stehen geblieben? Du wolltest erzählen, wieso du hier bist. Warum wohl wegen Nina? Was sollte ich sonst hier machen? Stimmt's? Das kann nicht sein. Heute bin ich dran. Ich hab dir doch letzte Woche unsere Monatsplanung geschickt. Natürlich, du hast recht. Ich habe da anscheinend etwas durcheinander gebracht. Ich war mir nicht ganz sicher und bin zur Sicherheit trotzdem hergekommen. Ja. Das ist doch verantwortungsvoll von mir, richtig? Wunderbar. Das ist die richtige Einstellung. Mhm. Ich finde es toll, dass du dich so um deine Tochter kümmerst. Und das wirklich? Alles dank deiner Ratschläge, genau. Schön. Die sind äußerst nützlich. Die wichtigsten lauten, man soll sich gesund ernähren, viel Sport treiben, das ist das Schwierigste. Und die Organisation ist wichtigste. Allerwichtigste. Wow, Ricardo, du hast dich verändert. Ich erkenne dich gar nicht wieder. Ist alles in Ordnung? Geht's dir gut? Ja? Entschuldige. Besser als je zuvor, ohne dich beleidigen zu wollen. Ich habe in einer Stunde eine Besprechung. Ich muss los. Hast du Nina gesehen? Ja, auf der Bahn, glaube ich. Ah, musst du nicht los? Nein, ich bleib noch kurz hier und nutze die Zeit, um mein geschäftliches Telefonat weiterzuführen. Gut. Das bis ist später wichtig. Dann. Ja, ja. Klar. Ciao, Ricardo. Hallo? Yes. Perfect. Sure. Ricardo, du hattest heute keinen Unterricht. Oder doch? Entschuldige. Nein, es ist alles okay. Ich wollte nur Nina abholen. Ich bin gleich wieder weg. Ach, gut, ich gehe jetzt auch. Wo musst du denn hin? Vielleicht können wir zusammen gehen. Ich denke eher nicht. Sag es mir, vielleicht müssen wir ja in die gleiche Richtung. Also gut, ich muss Richtung Norden. Na, wer sagt's denn? Was für ein Zufall. Hast du ein Glück, ich muss auch dorthin. Wir fahren mit dem Auto, in Ordnung? Okay. Dann los. Hast du nicht etwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. Und Nina? Was ist mit dir? Du wolltest sie doch abholen. Achso, ja. Das ist ein bisschen kompliziert. Also, pass auf. Ninas Mutter und ich kommen beide her und wir entscheiden ganz kurzfristig, mit wem Nina mitgeht. Natürlich entscheidet sie auch mit und heute hat sich Nina entschieden, mit ihrer Mutter mitzugehen. Das heißt, ich habe heute frei. Also, gehen wir? Gehen wir. Gut, geh schon mal vor, ich komme gleich nach. Oh, Simon, ich schaff diese Technik nicht. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Du musst Geduld haben, okay? Wenn ich leichter mein Gleichgewicht kontrollieren kann, gelingt mir die Technik bestimmt besser. Sehr gut.
Lass uns einige Grundschritte machen und dann probieren wir eine Figur, okay? Wieso? Sag bloß, du möchtest dich zuerst aufwärmen. Probieren wir doch lieber gleich die schwierigen Schritte. Es ist nie schlecht, zum Anfang zurückzukehren. Tu mir den Gefallen. Na gut. Wow. Wow. Hast du gesehen, wie gut die sind? Bei ihnen sieht es so einfach aus, aber in Wirklichkeit ist es super schwierig. Siehst du, wie sie abspringt und Matteo sich mit ihr zusammendreht? Alles los, klar. Versuchen wir es auch mal. Versuchen wir es. Gut, los. 5, 6, 7, 8. Der Hammer. Klasse. Ich gehe schnell ran. Lunita. Ich habe gesehen, dass dir der Schritt gelungen ist. Ja, aber ich glaube, das war Anfängerglück. Das freut mich. Dir ist klar, dass das ein Grundschritt ist, oder? Ich kann nicht nachvollziehen, wieso du dich hier freiwillig vor allen Leuten blamieren willst. Den Gefallen, um den ich dich gebeten hatte, war nicht nur wegen Delphi, sondern es war auch zu deinem Besten. Verstehst du das? Amber, jetzt hör doch auf hier rumzuhacken. Luna kommt hierher, um Spaß zu haben. Sie braucht niemanden, der ihr sagt, ob sie richtig skatet. Ah, da bist du ja. Ja? Du hast Glück gehabt. Glaub mir, wenn du noch eine Sekunde länger im alten Lagerhaus geblieben wärst, könntest du jetzt keine schlauen Kommentare abgeben. Du wärst schon längst in Mexiko. Ich bin noch hier und ich bitte dich nochmal, Luna endlich in Ruhe zu lassen. Amber, du wirst uns nicht aus dem Wettbewerb vertreiben können. Das sage ich dir freundschaftlich. Ich? Ja, du. So etwas würde ich doch nie tun, Simon. Ich versuche nur, einige Dinge mit meiner Freundin Lunita zu klären. Leute, ich möchte nicht, dass ihr euch im Wettbewerb blamiert und noch weniger, dass ihr weiterhin eure kostbare Zeit verschwendet. Lasst uns realistisch sein, ja? Wir alle wissen, dass das nichts bringt. Eure Entscheidung. Aber ihr habt immer noch Zeit, auszusteigen. Was? Warum sagst du ihr, dass sie aussteigen soll? Quatsch, Matteo, das hast du völlig falsch verstanden. Amber meinte nicht, dass ich aus dem Wettbewerb aussteigen soll. Sie meinte nur, da Delphi und Gaston disqualifiziert wurden, dass wir uns noch mehr anstrengen müssen, um weiterzukommen. Und das war's auch schon, ehrlich. Ganz genau so hast du es doch gesagt, nicht wahr? Wirklich? Ja, natürlich. Und ich würde so gern bleiben, um euch zu helfen. Aber ich habe leider keine Zeit. Gehen wir, Schatz? Luna, kannst du mir sagen, was das eben war? Wieso hast du sie in Schutz genommen? Ich will nur, dass sie uns in Ruhe lässt. Ich möchte in Ruhe skaten können, ohne dass sie dazwischen funkt. Das ist das Wichtigste. Wir müssen auf der Bahn alles geben. Ja, du hast ja recht. Wir zwei skaten. Gut. Okay? Dann üben wir weiter. Einverstanden? Na klar. Los. Bist du sicher, dass du mich fahren möchtest? Ich kann auch wie jeden Tag mit dem Zug fahren. Wieso sollst du den Zug nehmen, wenn mein Auto hier um die Ecke steht? Ah. Außerdem habe ich dir ja gesagt, dass ich zufällig auch dorthin muss, weil ich noch Papierkram zu erledigen habe. Um diese Zeit? Du wirst es mir nicht glauben, aber das war der einzige freie Termin bei meinem Buchhalter. Unglaublich, oder? Findest du... Also, nein. Entschuldige, du zuerst. Eine Sekunde. Du magst Heavy Metal? Nina hat mir den Klingelton eingestellt, also... Echt? Ich hätte nie gedacht, dass sie diese Musikrichtung mag. Sie ist ein Mega-Fan. Das hört sie den ganzen Tag. Na, sieh einer an. Wirklich. Oh, das ist meins. Ja, ich liebe Heavy Metal. Ernsthaft? Ja. Ich auch. Ich dachte, Nina ist der Fan. Und was glaubst du wohl, von wem sie das hat? Das ist unmöglich. Doch. Magst du den Song? Ich liebe ihn. Er reißt mich mit. Und sieh mal, hier ist die Live-Version. Zeig her. Nein, das gibt's nicht. Diese Version ist die beste. Als sie vor einigen Jahren hier waren, da bin ich... Ich war dabei. Du auch? Natürlich. Wo standest du? Ganz vorn natürlich. Was denkst du denn? Ich auch. Und sind so viele Zufälle. Also, ich glaube eher... dass das Schicksal war. Oder was meinst du? Ich hab etwas im Roller vergessen. Ich muss noch mal zurück. Trotzdem vielen Dank, dass du mich mitnehmen wolltest. Vielleicht das nächste Mal. Ja, klar. Schön, bis dann. Ja, so machen wir es. Und bis danke. Gut. Ciao. Nichts zu danken. Ihr solltet das Interview unbedingt nutzen, um über eure Website zu sprechen oder euren Kanal. Wir haben weder das eine noch das andere. Oh, okay, das ist kein Problem. Ihr könnt auch zum Beispiel über eure nächsten Konzerte reden oder über eure Songtexte. Ihr macht das schon. Es sind noch keine Konzerte geplant. Aber, ein wichtiges Thema dürft ihr nicht vergessen. Die Aufnahmen eurer ersten CD. CD? Die haben wir leider auch nicht. Dann habt ihr nichts vorzuweisen? Echt? Nein. Schön, erfindet was. Lasst euch was einfallen. Jungs, ich muss weg. Warum? Ich wünsche euch viel Glück mit dem Interview, ja? Ich muss los. Bis dann. Danke, Silber. Na, bist du fertig? Sicher. Dann los. Wo geht ihr hin? Ganz ruhig, Markus. Ganz ruhig. Matteo,
Ja, wie auch immer. Wir wollten nur spazieren gehen. Ich bringe sie dir unversehrt wieder zurück. Mein Mädchen geht nirgendwo mit dir hin. Hast du das jetzt verstanden oder nicht? Gibst du uns eine Sekunde? Alles, was du willst, Schöne. Was hast du mit dem Digitalclown gemacht? Kann ich dir nicht sagen, ist ein Geheimnis. Ich dachte, es gibt keine Geheimnisse. Das ist was ganz anderes, verstehst du? Schatz, vertrau mir einfach, so wie ich dir, ja? Ist gut. Du bist der beste Freund der Welt. Wir sehen uns später. Können wir? Sicher. Bitte lächeln. Und, wie hat dir der Film gefallen? Gut. Ich hätte unheimlich gern den Thriller gesehen, von dem du mir erzählt hast, um über die Filmästhetik der 70er Jahre zu reden. Schade, dass es keine Karten mehr gab. Keine Sorge, den sehen wir uns ein anderes Mal an. Reden wir doch über den Film, den wir jetzt gesehen haben. Hat er dir gefallen? Ich finde, dass es kein richtiger Science-Fiction-Film war, oder? Nein, das stimmt. Trotzdem fand ich ihn, schön. Ein bisschen zu viel Weiß und Silber im Hintergrund, aber ansonsten war er gut. Hat dir echt gefallen? Ich fand ihn schrecklich. Wir sind doch sonst immer einer Meinung. Ganz genau. Sind wir ja auch. Aber du hast gerade gesagt, dass du ihn mochtest. Mögen heißt aber nicht lieben, okay? Note 4, er hat nicht bestanden. Und sonst? Wie hat dir denn jetzt die Geschichte gefallen? Als ich erfahren habe, dass du Felicity bist, wollte ich so schnell wie möglich mit dir ins Kino. Ich liebe deine Gedankengänge und ich mag es, wenn wir uns danach über den Film unterhalten können. Ich nehme mal an, du brauchst Zeit, um etwas darüber nachzudenken. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Wenn du willst, hole ich für uns zwei was zu trinken und dann reden wir weiter. Einverstanden? Gute Idee. Bis gleich. SOS, suche intellektuelle Kommentare zu dem Science-Fiction-Film, der gerade angelaufen ist. Bitte schreib mir. Du weißt gar nicht, wie toll du aussiehst. Einfach fantastisch. Ich brauche keine maskenhafte Schminke, Jasmin. Das ist zu übertrieben. Mach es sofort weg. Du sollst mich natürlich schminken und mich nicht so aufdonnern. Moment, also ich soll dich schminken, aber man darf es nicht sehen? Wie geht das? Wäre es dann nicht viel einfacher, dich gar nicht zu schminken? Ja, natürlich. Das ist meine Meinung. Bitte, er soll so schnell wie möglich kommen. Ich erwarte ihn schon, ja? Okay. Gut, perfekt. Hier, nimm. Ich schminke mich selbst. Kümmere dich um Delphi. Sie bittet mich um die Kritik von irgendeinem Film. Keine Ahnung. Versteht denn niemand, dass ich dafür keine Zeit habe? Ich muss mich auf mich konzentrieren. Bleib ruhig. Nein, nein, du hast recht. Mal sehen, mal sehen. Versuch das doch. Ah, das hier. Eine Kombination aus verschiedenen Filmen, die sich miteinander verflechten. Ja, okay. Markieren, kopieren, einfügen, fertig. Eine Kombination aus verschiedenen Filmen, die sich miteinander verflechten. Filme, die sich miteinander verflechten. Da bin ich wieder. Einmal für dich und einmal für mich. Wollen wir loslegen? Ja. Ich finde es sehr interessant, dass sich verschiedene Filme ineinander verflochten haben. Aber nichts dergleichen ist passiert. Nein, nein, natürlich nicht. Ich wollte damit sagen, dass es sehr spannend wäre, wenn so etwas passieren würde. Findest du nicht? Klar. Nochmal gut. Ausgezeichnete Darstellung einer Hauptdarstellerin, die kämpft und alles aufgibt, um die Liebe zu finden. Ich markiere, kopiere, füge ein und verschicke. Da ist es. Reicht dir das, Delphi? Weißt du, was mich erstaunt hat? Die Hauptfigur in dem Film hat einfach alles aufgegeben, um ihre Liebe zu finden. Aber in dem Film gab es keine Liebesgeschichte. Welchen Film hast du dir angesehen? Warst du heimlich in einem anderen Saal? Was ist los? Was hast du? Dein Hals? Hast du dich verschluckt? Hallo, wie geht's euch? Hallo. Ja? Wir wollten euch helfen mit dem Catering. Gut, kommt rein, die Küche ist dort. Geht schon mal vor, ich komme gleich nach, okay? Hast du alle Infos bekommen? Jetzt melde dich doch mal, Delphi. Wow. Siehst du weg? Gehen wir da lang? Sollen wir wirklich? Na klar, unbedingt. Guten Tag. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich wollte Sie etwas fragen. Gerne. Ich möchte wissen, ob Sie mir helfen könnten, die Herkunft dieses Medaillons herauszufinden. Mal sehen. Ich bin wirklich schon sehr gespannt auf Ihre Antwort. Wie Sie sehen können, gehören die beiden Teile zusammen. Ja, das stimmt. Das ist ein außerordentlich interessantes Schmuckstück. Sie stammen definitiv vom selben Juwelier. Sie tragen die gleiche Signatur. Hier, sehen Sie. Ach, Sie haben recht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Man sieht, dass die Herstellung aufwendig war, sehr wertvolle. Verzeihen Sie, darf ich fragen, wo Sie das herhaben? Also ein Teil gehört meiner Tochter. Sie trug es an einer Kette um den Hals, als wir sie damals in Mexiko adoptiert haben. Und das andere haben wir hier in Argentinien gefunden. Deshalb würde ich gern wissen, ob es eine Verbindung zwischen Ihnen gibt.
Ich könnte natürlich in Erfahrung bringen, welcher Juwelier das war. Aber das wird leider ein paar Tage in Anspruch nehmen. Könnten Sie sie hier lassen? Ich lasse Ihnen die Sonne hier. Wie wäre das? Gut, sehr gerne. Wenn Sie mir hier Ihre Telefonnummer aufschreiben. Gern. Ich melde mich, wenn ich etwas in Erfahrung gebracht habe. Sehr gut. Zu schweigen ist auch eine Art von Antwort. Manchmal wollen wir sie nicht hören, aber sie ist da. Vorhanden in ihrer Abwesenheit. Na, komm schon. Na, los, und jetzt? Ja. Ach schon. Oh nein, ich hab dir gesagt, du sollst nicht gegen die Insel stoßen. Was ist mit dir? Sonst spielst du viel besser. Weißt du, in letzter Zeit gewinne ich nirgends, Nina. Wovon sprichst du? Ich bin in letzter Zeit etwas unkonzentriert, das ist alles. Das kann ich gut nachvollziehen. Mir geht's gerade genauso. Ich werde jetzt keinen Lärm mehr machen, dann kannst du dich besser aufs Schreiben konzentrieren. Nein, das habe ich damit nicht gemeint. Was ich sagen will, ist, dass ich keine Inspiration mehr habe. Meine Fotos sind nicht gut und meine Texte sind auch nicht mehr wie früher. Ah, okay. Mal sehen, ob ich es richtig verstanden habe. Gibt es da vielleicht etwas, das dir Sorgen bereitet? Ist es das? Ich denke schon. Der Account von Felicity hat immer weniger Besucher. Ich weiß nicht, ob die Follower es satt haben, was ich schreibe, oder ob es sie einfach überhaupt nicht mehr interessiert. Ich glaube, ich werde ihn schließen. Nein, Nina, einen Moment. Nein. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber deshalb darfst du nicht gleich aufgeben. Das hat keinen Sinn, Herzchen. Ja, aber in letzter Zeit habe ich nur schlechte Tage, schlechte Wochen. Keiner will mehr kommentieren. Aha. Na, und wenn schon, Nina. Du darfst nicht immer das Negative sehen. Was nicht da ist, ist nicht wichtig, oder? Die Kommentare, die Follower, dieser Hintergrundlärm, das Ganze drumherum, alles. Du musst das machen, was dir gefällt, und zwar frei, ohne Druck. Machst du gerne Fotos? Dann mach sie. Aber ohne Druck. Schreibst du gerne, tu es. Aber ohne Druck. Frei. Ja, aber ich merke, dass mich niemand versteht. Ich verstehe mich ja selbst nicht. Ja, gut, das kommt vor, Nina. Ich verstehe dich. Du setzt auf jemanden, richtig? Du schmeißt eine Münze nach der anderen rein. Aber zum Schluss heißt es dann Game Over. Warum sagst du das? Hat dich jemand zurückgewiesen? Nein. Ich meinte damit das Videospiel, also... Raus mit der Sprache. Erzähl's mir. Nein, da gibt es nichts zu erzählen, Nina. Gar nichts. Ich möchte jetzt ein bisschen Fernsehen auf meinem Platz. Wo ist denn die Fernbedienung? Hast du sie irgendwo gesehen? Sie liegt da vorne. Kannst du sie mir bitte geben? Was ein Helm ist das? Etwa deiner? Ist schon alles bereit? Ja, so gut wie. Eine Sache fehlt noch. Zieh mal so eine Fliege an. Ich dachte mir, vielleicht können wir sie für die Skater im Videoclip verwenden. Ist das dein Ernst? Ja, bind sie mir doch mal um. Welche würde dir gefallen? Also die auf gar keinen Fall. Mal sehen, okay. Wie die aussieht. Zeig mal. Amber und Sebastian, wir haben noch was zusammen. Unglaublich. 1, 2, 3 und los. Und 1, 2. Sehr gut. Und jetzt unten durch. Alles okay? Das war gut. Und drehen. Wir müssen noch ganz schön viel üben. Ich mache jetzt erstmal Pause. Nein, komm nur schon, kurz. Simon, bitte. Nur noch ein bisschen. Komm schon. Wie ich kannst du jetzt eine Pause aufnehmen, wenn wir noch machen. So viel üben müssen? Letztes Mal fand ich es super schwierig. Deswegen trainieren wir jetzt. Los, hopp. Luna, ehrlich. Wie machst du das? Dein Akku ist ständig voll. Du gibst immer Vollgas. Aber ich bin platt. Das ist unfair. Nein, das wirkt nur so. Diese Amber kostet mich echt Energie. Lass es nicht so an dich ran. Simon, was soll ich in dieser Villa ohne dich machen? Wer sagt mir jetzt, dass ich einen peinlichen Einhorn-Pyjama trage? Oder bringt mich zum Lachen, wenn ich traurig bin? Simon, ich will dich nicht verlieren. Luna, ich bin aus Mexiko weggegangen und habe alles hinter mir gelassen, um in deiner Nähe zu sein. Merkst du denn nicht? Ich könnte keinen einzigen Tag ohne dich sein.
Der heutige Star heißt Amber. Ich garantiere deinem Video einen riesigen Erfolg im Internet. Das feiert ihr schon? Ihr gebt euch echt mit wenig zufrieden. Nicht jetzt, obwohl ich zugeben muss, dass du mir sehr geholfen hast. Okay, für heute ist der Privatunterricht dann auch vorbei, ja? Morgen Überraschungspremiere des Jahres. Ich will, dass das ganze Blake dabei ist. Naja, mit einer ganz winzigen Ausnahme. Ihr wisst, wen ich meine. Menschen, die dein Leben verändern, die dich beflügeln und dank derer du dich besser fühlst. Das ist Inspiration. Tja, das, Leute, das ist Liebe. Wen hat Simon damit wohl gemeint, hä? Hast du eine Idee? Das hat völlig unvorbereitet gewirkt. Als wüssten wir weder, wo wir hinwollen, noch welche Projekte wir haben. Sonst hört keiner ganz ruhig. Es darf keiner wissen, dass ich Felicity bin. Deine Spielchen sind vorbei, Amber. Wovon redest du, Mann? Ich verstehe nicht. Bist du schon sicher? Was willst du hier? Das ist eine Privatveranstaltung, wusstest du das nicht? Wer hat dich eingeladen?